Ja, wir sind Bicikli. Bicikli ist eine Gesellschaft für urbane Mobilität. Wir glauben daran, dass wir im urbanen Raum eine höhere städtische Gesundheit, eine höhere betriebliche Gesundheit und auch einfach mehr Lebensgefühl erreichen können, indem wir ein bisschen klügere Mobilitätskonzepte entwickeln. Und das haben wir 2016, 2017 gemacht mit den ersten großen Flotten in 20 Städten, mit Kunden wie Design Offices und vielen anderen. Und dann sagten unsere Kunden, ihr habt so schöne Räder, macht doch auch mal Einzelhandel. Und das war der Ausgangspunkt zu sagen, wir gründen die ersten Ladenkonzepte. Und dann saßen wir hier auf diesem kompletten Rohbau und sagten uns, jetzt wäre es gar nicht schlecht, mit jemandem zu reden, der sich damit auskennt. Das war genau der Ausgangspunkt, wo wir Steven Williams, mit dem ich dann auch schon in der Beratungssozietät das 18. Kamel und Komplizen assoziiert war und gesagt habe, Steven, würdest du dich mal um einen Fahrradladen kümmern? Und Steven meinte, er hätte in seinem Leben noch niemals ein Konzept für einen Fahrradladen gemacht. So, und dann saßen wir tatsächlich, ich würde sagen, 3-4 Mal nur zusammen und haben alle Ideen zusammengeworfen mit meiner Co-Gründerin Martha Warnert und mir. Und Steven war eine sofort runde Sache, weil Bicikli ist im Italienischen zwei rund oder zwei Rad. Und damit war klar, es muss in einen sozusagen runden Kontext gebaut werden. Und das war der Ausgangspunkt für eine ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit mit Steven, der sozusagen währenddessen schon überlegte, ob er nicht selbst mehr Rad fahren sollte. Und das ist, glaube ich, das Beste für jemanden, der ein echter Car-Guy ist. Ja. Seine erste Idee war nämlich, wir machen Nature. Wir machen einfach nur Holz, nur Filz, nur Naturmoos. So, und damit ging es sehr schnell, dass wir die Ästhetik der männlichen Verkehrsmittelkäufe und der weiblichen und natürlichen Entwicklung, wie man in Zukunft Mobilitätsmittel kauft, fusioniert in einer Art und Weise, die, glaube ich, auch Steven sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist eine Mischung zwischen Café, Manufaktur, wir haben eine tolle Werkstatt, in der die Räder auch zusammengebaut werden, individualisiert werden und am Ende des Tages auch ein politischer Ort. Der Spiegel hat im letzten Frühjahr ein sehr schönes Porträt bei uns gemacht, 5 Seiten über einen Fahrradladen, das hat man ja sehr häufig, wie wir das aus den Medien kennen, weil es eben eine Zukunftsbranche ist. Und dann stand drin, irgendwie scheint dieses Unternehmen kein normales Unternehmen, sondern ein politisches Unternehmen. Warum? Weil in diesem Standort hier beispielsweise Salons stattfinden, auch jetzt wieder 11 in den nächsten Monaten, die sich mit dem Thema Mobilität, Gesundheit, Mobilität und Frauen, Mobilität und Arbeit, Mobilität und Wohnen beschäftigen, wo Krankenkassenvorstände, Wohnungsbaugenossenschaften, der ADAC da sein wird und. Und wir reden einfach, wie wir das bei uns bei Bicikli nennen, fahrlässig darüber, wie wir sozusagen diese Autokorrektur hinbekommen, die es halt in diesem Jahrhundert braucht. Wir sind nicht gegen das Auto, aber das Auto hat halt leider im innerstädtischen Raum seinen Anspruch verloren, ökonomisch, ökologisch, parkplatzseitig. So, und das machen wir in einer Salonatmosphäre, in der hier Rock am Ring stattfindet, nämlich in unserer kleinen Fahrradrondell-Situation. Und dann werden entsprechend 3-minütige Impulse gegeben. Also diese Salons für urbane Mobilität brauchen natürlich eine Menge an Kaffeesituationen. Wir müssen da ein bisschen catern und das sind alles so Dinge, die man jetzt in einem normalen Fahrradladen nicht vermuten würde. Deswegen müssen wir ab und zu Kunden auch sagen, nee, wir verkaufen tatsächlich sogar Fahrräder. Weil die merken, es ist so viel drumherum, dass man dann sozusagen gar nicht mehr genau wahrnimmt, dass das einfach auch trotzdem ein ganz normales Geschäft ist. Ne? Und wir glauben halt, dass diese Hybridisierung zwischen Einzelhandel, Veranstaltung, Gastronomie, wir machen Ausfahrt mit unseren Kunden, in denen sozusagen Berlin unsicher gemacht wird auf Rädern, und, dass das etwas erzeugt, was eben tatsächlich jetzt nicht Fahrverbot ist, nicht nur irgendwie Dieselskandal und nicht diese ganze Negativierung, sondern einfach Freude am Fahren erzeugt. Und das war Deutschland im 20. Jahrhundert. Da war Freude am Fahren mal so ein großer Claim. Ja? Und den holen wir jetzt einfach wieder zurück und zeigen auch dem Silicon Valley und Asien, das geht schon cooler. Ne? Europa kann Mobilität vielleicht doch noch mal anders als jetzt nur autonomes Fahren und irgendwie große Technologieprojekte. Wir haben mit Steven auch so geplant, dass wir im Prinzip die Räder kommen alle raus auf den Platz und man kann dann im Prinzip rund um das Rondell sitzen. Das heißt, wir sitzen dann so mit 100 bis 150 Leuten sozusagen total eng gedrückt und zum Teil noch auf dem Boden und so weiter. Aber es ist im Prinzip sozusagen eine Arenensituation und die ganzen Vortragenden stehen hier im Rondell und haben sozusagen dann eben ihre Thesen, die sie vorstellen können. Und dann gibt es sofort interaktive Diskussionen und so weiter. Ne? Damit ist auch das ein Hybrid. Natürlich machen wir hier ein
Geschäft, ja, und wir wollen auch mit unseren Unternehmenskunden Geschäfte machen, ob das jetzt Dienstradleasing sind oder große Radflotten für deren betriebliche Verkehre oder was auch immer. Aber am Ende des Tages geht es ja um mehr, ne? Und da reden wir in der Wissenschaft über inklusive Geschäftsmodelle, wir reden über impactbasierte, purpose-driven Organizations und so. Kann man alles machen, finden meine Studenten auch super. Aber richtig ist es, wenn es mal auf der Straße macht. Ne? Also wie der Fußballer auch sagt, wichtig ist auf dem Platz, aber bei uns natürlich wichtig ist, dass es auf die Straße kommt. Ne? Und die Straße ist eben leider doch auch für uns gemacht, uns Radfahrer. Ne? Und in Berlin haben wir natürlich jetzt einen extremen Rückenwind, muss man sagen. Hamburg möchte ja jetzt auch Fahrradhauptstadt werden, neben München und vielen anderen. Berlin hat aber doch vorgelegt, wir können zwar keine Flughäfen, aber wir können Radwege. Berlin ist das erste Bundesland in Deutschland, was ein Mobilitätsgesetz verabschiedet hat. Dieses Mobilitätsgesetz setzt die infrastrukturelle Voraussetzung für Radmobilität und ÖPNV gesetzlich fest. Das gibt es so bisher noch nicht, sondern es ist immer nur Autoverkehre und Infrastruktur gesetzlich festgeschrieben. Und damit haben wir hier in den nächsten Jahren das, wo Kopenhagen schon sehr, sehr demütig sagt, wir schauen jetzt auf Berlin, das wird das nächste Kopenhagen, weil natürlich auch ein Kopenhagen nicht alles so sozusagen ist, wie deutsche Verkehrspolitiker das, wenn sie es wollen, auch glauben, sondern da passieren eben viele Umwälzungen zwischen Stadt, Land und so weiter. Und das werden wir in Berlin auch noch vor uns haben. Und das ist doch super. Also wir arbeiten mit öffentlichen Nahverkehrsbetrieben zusammen und sagen, Freunde, das wäre doch einfach das Tollste. Ihr verkauft ein Jahresabonnement mit einem Faltradleasing pro Monat als eine Gesamtrate. Nächste Woche sind wir bei der Agora Verkehrswende mit ADAC, BUND und dem BDI. Wunderbare Konstellation. Ich spreche mich gegen die Steuerprivilegierung von Dienstwegen aus und für die Diensträder, unser eigenes Produkt, ja, weil ich sage, das macht keinen Sinn, dass überprivilegiert Einkommensstarke mit großen Radwerten. Wir müssen demokratische Verkehrsmittel erzeugen. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Steuerpolitik und, und. Also so ist dann eben tatsächlich Bicicli irgendwie was so zwischen Politikberatung, Stadtberatung, Unternehmensmobilisierer. Und am Ende des Tages kriegt man hier auch einen extrem guten Cappuccino, wenn man mal nur einen Platten austauschen muss. Ne? Ja, Bicicli in Berlin-Mitte ist natürlich in einem Stadtteil, über den viele Witze gemacht wird. Wir finden die alle berechtigt und lachen auch ordentlich mit, aber wir sind Angies nächster Fahrradladen, ne? Und direkt neben uns das Bundeskanzleramt und der Reichstag. Und deswegen kommt natürlich ein Klientel rein, was uns selber auch manchmal etwas überrascht, von dem Fuhrparkmanager des Deutschen Bundestages, der auch jetzt das Problem hat mit den Dieselfahrzeugflotten, selber Radfahrer, dass man eben tatsächlich doch irgendwie einen anderen Mobilitätsmix braucht. Wir haben hier im Haus den Präsidenten des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, auch Kunde von uns. Ich finde ihn super, mit dem kann man klasse diskutieren, auch bei einem Werkstattauftrag und einem Espresso. Und es kommen eben viele Verbände auch rein. Bicicli ist selber der offizielle Mobilitätsberater des deutschen Franchise-Verbandes beispielsweise, die eben die ganzen großen Franchise-Systeme in Deutschland machen, auch in den Innenstadtlagen, die ganzen Filialkonzepte und so weiter betreiben. Die haben neue Mobilitätsbedarfe. Wir arbeiten mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen zusammen, der auch nicht weit von hier unten in der Friedrichstraße sitzt. Ne? Und das ist so, wo wir wirklich immer wieder dieses ganz spontane Moment, boah, das ist schön hier und es ist irgendwie nicht sozusagen auf Luxus, sondern es ist eben auf Natur. Wir haben ausschließlich Echtholz hier verbaut. Wir haben hinter mir das sensationelle Naturmoos, was in Stuttgart eingesetzt wird, um Feinstaub zu absorbieren. Wir haben eben sozusagen in der ganzen Materialität, auch mit Filz und so weiter, versucht, eine Wärme sozusagen auch zu produzieren. Da ist Steven dann sehr mitgegangen, nachdem es erst so ein bisschen noch tech-driven war und wir gesagt haben, nee, das Interessante ist, es ist Mensch, Maschine, Natur beim Rad, die viel enger zusammenkommen als beim Auto, weil der Körper spielt beim Auto fast keine Rolle mehr und die Natur fliegt ja nur an einem vorbei, währenddessen beim Rad spürt man sie ja unmittelbar. Und ich glaube, das ist wirklich toll und wir freuen uns eben auch wirklich sehr über die Feedbacks und wir freuen uns vor allem auch über Feedbacks von Frauen, die irgendwie sagen, oh, das ist ein Radladen, in dem ich tatsächlich gerne mich auch aufhalte, mit Umkleidekabinen, Textil, mit kleinen Superlösungen, auch für Kids und für die eigenen Bedarfe, vernünftige Sättel, die auch mal irgendwie passen und nicht nur Männern und so. Und Radmobilität ist auch eine stärker weibliche Mobilitätsform und von daher haben wir, glaube ich, da auch mit der sozusagen Designsprache des Ladens, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden, die allen irgendwie
die Andersartigkeit, aber auch irgendwie die Stimmigkeit zugleich zum Ausdruck bringen.